Hey Leute, wie wahrscheinlich viele gesehen haben, habe ich gestern unter meinem Instagram-Bild gefragt, ob heute ein Real-Life-Video kommen soll. Ich habe mir jetzt auch so eine komische Vlog-Kamera geholt, allerdings fangen wir ganz klein an. Und ich denke, ich erzähle jetzt erstmal aus meiner Kindheit. Das sollte sowieso eventuell ein paar von euch interessieren. Auf jeden Fall habe ich meine ersten beiden großartigen Erinnerungen in einer kleinen Stadt namens Hachenburg. Ich muss sagen, in Hachenburg war wirklich alles gut. Dort war meine Einschulung, alles super, mein Vater ist abgehauen, alles super. Ich mochte den Penner eh nicht. Aber dann kam wirklich die dümmste Sache in meinem Leben. Und zwar sind wir umgezogen in eine kleine Stadt namens Montabaur. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Ich und mein Bruder, die einzigsten andersfarbigen Kinder in der Stadt. Was passiert wohl? Man wird total gemobbt. Vor allen Dingen, unsere Schule war noch so schlau, die haben eine Grundschule mit einer Hauptschule verbunden. Die dümmste, verdammte Idee aller Zeiten. Allein unser Schulweg von Montabaur bis nach Horrissen, so hieß, glaube ich, die Stadt, in der unsere Schule war, war der Horror. Ich meine, die Städte waren wirklich nah aneinander dran. Du konntest den Weg innerhalb von 30 oder 40 Minuten laufen. Aber das war nicht das Problem. Das Problem war einfach nur, dass es so extrem umständlich war. Auf jeden Fall sind wir ganz normal in die Schule reingekommen und natürlich hört man als allererstes Neger oder die Leute gucken auf dich. Wirklich, verdammt oft. Und als kleines Kind hat das einen ohne Spaß wirklich extrem verletzt. Ich meine, mit meiner kompletten Klasse war ich großartig cool. Mehr als Neger kam da nicht. Aber die anderen Klassen, vor allen Dingen die Hauptschule, haben uns während der Pause immer geschlagen. Ich erinnere mich noch an einen ganz bestimmten Fall. Und zwar haben wir ganz normal Verstecken-Fangen gespielt. Ich mit meiner Klasse, alles cool. Und ich zähle dann bis 30 oder so und habe meinen Kopf an den Baum gelehnt, damit ich nichts sehen kann. Und dann kommt einer von der Hauptschule nebenan, sagt Neger und haut mir voll das Gesicht gegen den Baum. Ihr müsst euch dazu geben, ich war in der 2. Klasse und der war in der 7. Klasse oder so. Meine Nase total am Bluten, ins Lehrerbüro und nach Hause. Das wurde dann irgendwann sogar teils so schlimm, dass wir nicht mehr den Bus von dem einen Dorf ins andere Dorf genommen haben, sondern immer gelaufen sind. Also jeden Tag diese 40 Minuten hingelaufen und 40 Minuten wieder zurückgelaufen. Diese Stadt war ab da der Horror für mich. Man wurde jeden Tag geschlagen. Wir hatten vielleicht ein, zwei richtige Freunde da. Und ich erinnere mich noch an einen Fall. Ich meine, blutige Nasen, pipapo und jeden Tag zur Schule und hin und zurücklaufen ist nicht so schlimm. Aber wir waren mal morgens auf dem Schulweg und dann kamen uns diese Hauptschüler entgegen mit einem Feuerzeug und mit Benzin. Auf jeden Fall bin ich, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob mein Bruder dabei war, in die Tiefgarage gerannt und habe mich zwischen irgendwelchen Autos versteckt. Und ungelogen, die kamen da mit diesem Benzinkanister und dem Feuerzeug hinterher. Und als kleines Kind hat man da wirklich Todes die Angst. Aber im Endeffekt ist das dann trotzdem gut ausgegangen. Ich bin auch ohne Probleme dann sicher nach Hause gekommen. Ich war an dem Tag, glaube ich, nicht in der Schule. Mein Vater kam dann auch inzwischen schon wieder öfters zu Besuch, aber das ist egal. Auf jeden Fall sind wir dann nicht mehr lange in der Stadt geblieben. An eine Sache erinnere ich mich noch. Und zwar gab es ein Mädchen, das hieß Alexandra. Sie war auch in der 7. Klasse von dieser Hauptschule. Und an einem Tag hat sie mich mit dem Regenschirm verprügelt. Ich meine, was sollte ich tun? Ich war ein Zweitklässler gegen eine Siebtklässlerin. Und dabei ist irgendwie ihr Regenschirm kaputt gegangen. Und am nächsten Tag stand ihre Mutter dann ungelogen vor unserer Tür und wollte Geld für den Regenschirm haben. Ich komme mir gerade vor wie so eine Pussy. Auf jeden Fall sind wir danach erstmal ein Jahr nach Afrika geflogen. Eigentlich war das relativ entspannt, obwohl man von den Lehrern geschlagen wurde und obwohl man in Afrika dann plötzlich der Weiße ist und hier ist man der Neger. Man könnte sagen, das Jahr in Afrika mochte ich. Und danach sind wir nach Deutschland gezogen und zwar nach Hannover. Und in Hannover war natürlich alles anders, weil hier kommen Leute von überall her und da gibt es logischerweise sowas wie einen Montabaur nicht mehr. Außer auf dem Gymnasium, wo ich am Anfang war. Da war es mit ein paar Schülern, also wirklich nicht viele, noch schlimm. Aber man wurde halt älter und dann hat man sich das erste Mal gewehrt und denen auf die Fresse gehauen und danach haben sie es auch wieder gelassen. Nach der 7. Klasse auf dem Gymnasium wurde ich zu dumm dafür und bin auf die Realschule runtergekommen. Obwohl, meine Lehrerin wollte mich direkt auf die Hauptschule runterschicken, weil ich habe zu viel Scheiße gebaut. Aber ich bin auf die Realschule gekommen, habe die da beendet, das war ganz cool. Und natürlich möchte ich mich selbst jetzt nicht als unschuldig darstellen, weil ich habe auch sehr viel Kacke gebaut in meinem Leben. Zum Beispiel, ich habe mich wirklich verdammt oft geprügelt. Manchmal ist man zur Schlägerei mit einem Schlagstock und mit Messern gekommen. Pipapo, von daher niemand ist unschuldig. Ich habe sehr viel Kacke gebaut. Ich wette wirklich, viele von euch hätten das nicht erwartet. Aber da sieht man mal wieder, die Leute, egal wen,
Die Leute, die ihr wirklich aus dem Internet kennt, sind zu 99% nicht so wie im echten Leben. Deswegen schickt YouTuber oder sonst was keine Adressen von euch, schickt denen gar nichts. Ihr wisst gar nicht, wie viele Adressen mir über Instagram geschickt worden sind. Und ich denke mir, behaltet das für euch. Ihr kennt mich nicht, ich könnte der letzte Pädophile sein. Inzwischen ist das ja auch extrem oft jetzt rausgekommen, dass irgendwelche YouTuber pädophil sind und so weiter. Ihr könnt wirklich keinen Leuten im Internet vertrauen. Und vor allen Dingen, macht euch keine Vorbilder im Internet. Nehmt euch ein Beispiel an eurer Mutter, an eurem Vater oder so weiter, an euren Freunden. Aber nicht an einer wildfremden Person. Das ist dämlich, glaubt's mir. Das ist komplett bescheuert. Mehr habe ich jetzt eigentlich wirklich nicht zu sagen.